Wir haben ja nicht mehr lange bis Weihnachten und Ducky will noch Fensterbeleuchtung. Es gibt noch mehr RGB. Hallo und herzlich willkommen und schön, dass ihr zum neuen Video eingeschaltet habt. Wieder aus der RGB-Abteilung. Die hatte ich mir zum Prime Day bestellt. Die haben 16 Millionen Farben. App Control hier, das ganze Music synchronisiert, Time Mode, die waren recht günstig. Die laufen auf DC 24 Volt, steht hier, und haben 16 Millionen. Aber wie gesagt, das Ganze mache ich nicht. Ich werde den Controller nicht dafür benutzen. Die soll hier ans Fenster. Gerade zur Weihnachtszeit habe ich immer gerne so eine Beleuchtung. Und das finde ich dann immer ganz praktisch, wenn man da sowas liegen hat. Wie gesagt, war nicht teuer. Na, und die würde ich heute gerne mit euch einrichten, gucken, was im Lieferumfang ist, und die werden wir dann zusammen verbauen. Und gucken mal ein bisschen, lassen wir ein bisschen lizenzfreie Musik drüber laufen, ob der Musikmodus auch funktioniert. Über Home Assistance werden wir nicht allzu viel machen können, da werden wir nur die Farben einstellen können, aber das reicht mir auch letztlich, weil, wie gesagt, ich möchte nichts mehr im WLAN laufen lassen. Und hier müssen wir nur das Netzteil von nutzen und die Home Assistance, den Controller, den habe ich euch ja bereits gezeigt und verlinke euch den auch im i. Ja, ausgequatscht, jetzt geht's ab zum RGB-Streifen. Check, viel Spaß beim Video. So, hier haben wir den ganzen Kram eingepackt. Ist das natürlich auch gewesen. In der Original habt ihr hier die Bedienung. So, sieht das Ganze dann eingepackt aus. Das ganze Ding benutzt hier eine, das kann ich schon gar nicht mehr lesen, irgendwas mit Hilling, keine Ahnung, also ich kann es kaum noch lesen. Hier ist eine spezielle App und die nutze ich natürlich nicht, weil ich hier meinen Controller dran klatsche. Der ist nämlich Smart Home fähig bzw. Zigbee fähig. Ihr habt hier eine Fernbedienung dabei, das heißt, ihr müsst die App nicht unbedingt einscannen. Ja, und wir werden das Ganze mal anschließen. Wir haben einen, hier ist der Controller, da könnt ihr das auch noch mal einscannen. Das Ding hat 5 Meter, kostet 10 Euro, ist nix. Na? Und wir werden die mal anschließen. Dann aufmachen muss ich sie sowieso. Und ich wollte also jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben. Das ist nicht die großartige LED-Beleuchtung. Na. Wir das einfach mal laufen lassen. Und wir werden das Ganze mal über die Steckdose laufen lassen. Wenn wir es nachher fertig angeschlossen haben, machen wir das im... Also hier geht der Musikmodus rein, theoretisch. Den brauche ich aber nicht. Schauen wir mal. Wir geben mal ein bisschen Dampf drauf. Ihr könnt das Ganze natürlich auch steuern. Jetzt ziehen wir hier an der Fernbedienung die Batterie. Dann können wir ein- und ausschalten. Das geht hier über den Weißmodus, haben wir gelb. Das können wir blau können wir machen. R. Und wir werden mal kurz den Musikmodus ausprobieren. Was können wir denn hier noch machen? Können wir hier dimmen? Hier rot könnten wir jetzt rein theoretisch. Eine Fernbedienung. Was haben wir denn hier noch? So, wir haben hier noch. Dann wechselt da, glaube ich, die Farben. Eins. Also Fernbedienung geht echt miesepetrig. Pfade 7. Jump. Wie gesagt, es ist nicht besonders quick. Es ist billig. Muss man, darf man nicht vergessen in diesem Moment hier. Ne? 1, 2, 3, 4, Test. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Test und wir testen. Ich lasse mal Musik laufen. So, wir lassen jetzt mal ein bisschen Musik laufen. Das ist lizenzfreie. So,
es dann nochmal am Fenster an. Das ist Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Gut, ich werde das Ding mal kleben. So, Controller ist dran, der war ja bereits schon eingebunden, den verlinke ich euch auch. Hier kann ich also jetzt auf warm, neutral, jetzt kann das noch ein bisschen hochdrehen. Cool. Und das sind so die Stufen, die ich hier im Weißlichtbeseffektor einfügen kann. Dann habe ich noch Rot, Gelb, Grün, Blau und Lila. Ich werde es dann auf Lila laufen lassen. Vielleicht finde ich dann nochmal, dass man irgendwelche Szenen machen kann, aber das wird so das ungefähr sein, was ich machen kann. Ich kann das noch ein bisschen hochdrehen und heller machen. Ich drehe das mal ein bisschen hoch hier noch so. Ein Auslöser will Alexa Büro Fenster aus. Okay. Alexa, Gerätesuche. Gerätesuche wird gestartet. Dies kann einen Moment dauern. Schalte deine neuen Geräte jetzt ein und rufe gegebenenfalls den Kopplungsmodus auf. Ich habe 3 neue Geräte gefunden und verbunden, darunter Lampen und andere Geräte. Versuche es mit Wohnzimmerschrank ausschalten. Alexa, schalte Bürofenster aus. Okay. Alexa, Bürofenster an. Okay. Alexa, Bürofenster blau. Das weiß ich leider nicht. Alexa, Bürofenster umschalten auf blau. Ja, das haut noch nicht so richtig hin. Da werden wir uns nochmal die andere Farbe aussuchen, dass es grundmäßig gleich auf blau stellt. Alexa, Bürofenster aus. Okay. Alexa, Bürofenster ein. Okay. Alexa, Bürofenster auf 100% Helligkeit. Ja, so ganze Befehle hauen noch nicht so wirklich hin. Alexa, Bürofenster schalte blau. Okay. Alexa, Bürofenster schalte rot. Okay. Alexa, Bürofenster schalte auf weiß. Okay. Okay, wenn man, wie man es hört, muss man halt die richtigen Befehle dazu geben. Wir werden uns das gleich nochmal am Fenster anschauen, wie das Ganze aussieht. Den Controller, da vertraue ich. Mir reicht das so. Und jetzt gehen wir mal zum Fenster über und schauen uns das Ganze mal am Fenster an. So sieht das Ganze dann aus. Na, ich hoffe, wir haben Ton. Und ich nehme das Ganze mal raus. Hier hinter ist schön in der Ecke der Controller versteckt. Da oben und dahinter ist die Steckdose. Okay. Also mir gefällt's. Selbst wenn man das Licht jetzt noch anmacht, hat man wirklich noch eine schöne blaue Leuchte. Ich stehe ja nur noch auf blau. Aber das kann ja jeder machen, wie er lustig ist. Wie gesagt, und da oben ist die Steckdose hinter. Und das ist natürlich praktisch, deswegen habe ich das da oben befestigt. Sieht man jetzt auch wegen der Gardine kaum. So, da ist die Steckdose. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu meinem Endvideo. Ich bin zufrieden, billig und noch ein bisschen RGB. So, da sind wir zurück von unserer kleinen RGB-Fensterbeleuchtung. Also wie gesagt, saubillig.
Darf man nicht vergessen, die meisten kosten so um die 30 Euro, 25 Euro, 20 Euro, immer unterschiedlich. Die 5 Meter reichen mir völlig aus und zu dem Preis, knapp 10 Euro, Controller dabei, Netzteil dabei, wenn man das jetzt so nutzen will, die App, okay. Die würde ich mir jetzt nicht unbedingt, weil mir wäre dann Tuya-App lieber gewesen oder Smart Life, wie die mal heißen mag, brauche ich aber nicht, weil ich hier den Controller habe. Na, den habe ich euch schon mal gezeigt und der im Zigbee läuft. Einrichten ist von selbst. Das Ding reinstecken, zack, ist ja erkannt, umbenennen, war es das. Gut, man kann hier keinen Musikmodus einstellen, das kann man ja, haben wir gesehen, das könnte man jetzt bei dem Teil machen. Muss ich aber nicht haben. Gut, einen Bund kann ich es jetzt hier auch nicht stellen. Für mich war einfach günstig, letzte RGB und fürs Fenster reicht das. Ne? Alexa, Bürofenster RGB an. Okay. Und funktioniert. Also, wenn ich jetzt rüber leuchte, ich drehe mal ein bisschen, kann man das sehen. Ich hoffe, man kann es sehen. Leuchtet. Alexa, Büro RGB aus. Tut mir leid. Alexa, Entschuldigung. Alexa, Bürofenster aus. Alexa. Alexa, Bürofenster aus. Die ärgert sich. Alexa, Bürofenster aus. Bürofenster. Ja, Colin hat auch, also mein Sohn hat auch so ein Teil da, da muss ich nochmal, müssen wir vielleicht nochmal was anderes machen. Auf jeden Fall funktioniert, wenn die nicht, die ist ein bisschen komisch, die reagiert ja besser. Ja, Ziel erreicht, ne? Kann ich jedem nur empfehlen. Also wenn ich jetzt hier meine ganze RGB laufen lasse, und das werde ich irgendwann nochmal zu Weihnachten, gibt es dann wieder die Darkies RGB Show hier und dann machen wir ja mal ein bisschen Christbaum rein. Jetzt ist fertig. Ich habe meinen Laden hier fertig und wenn die Saison beginnt, kann ich dann hier auch wieder streamen. Ja, das war's für heute. Wie gesagt, günstiges Produkt. Qualität, Preis-Leistung stimmt hier auf jeden Fall. Controller kann man nutzen. Deswegen packe ich euch den in die Videobeschreibung, wem es interessiert. Und die 5 Meter reichen auch für ein Fenster. Ist sogar noch so ein Ende über gewesen. Na, passt genau bei meinem Standardfenster. Ich packe euch, wie gesagt, das in die Videobeschreibung, ist ein sogenannter Amazon-Partner-Link. Da müsst ihr auch nicht mehr bezahlen. Ist bei mir gekennzeichnet mit AMZ und blauer Punkt davor. Kriegt der Kanal eine kleine Provision, aber wirklich klein. Aber behält dabei seine Lebensberechtigungskarte. Darf schon mal danke, wenn ihr den Link nutzen sollt. Natürlich könnt ihr einkaufen, wo ihr lustig seid. Ist jedem selbst überlassen. Video ist natürlich auch wieder mit Werbung gekennzeichnet. Nächste Video am Start. Wenn es euch gefallen hat, natürlich immer schön Abo dalassen und Daumen hoch für den kleinen Kanal. Ich will die 5000er knacken. Ist jetzt dieses Jahr mein Ziel. Seit 2018 läuft der Laden hier. Das sind 6 Jahre. Eigentlich müsste man ja schon 6000 haben, aber ich gebe mich auch mit 5000 zufrieden. Aber ich bin euch immer dankbar für jeden, der hier dazukommt und die hier so lange geblieben sind. Da schon mal danke für. Nächstes Video am Start. An die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr kein Video verpasst. Und ich sage Tschüss, bye bye. Solltet ihr Fragen haben, haut es in die Kommentare. Ich sage hier Tschüss, bye bye. Bis zum nächsten Technik-Check hier auf dem Kanal. Macht's gut. Bis dahin, euer Ducky. Bye bye.